Öffnungszeiten, die werden dann angeschlagen, sobald wir es wissen. Wir sind im Moment in Verhandlungen mit der Gruppe der Senioren, Alter mit Zukunft, wo wir voraussichtlich werden. Dem schlagen wir ein Schnippchen und essen Kraut und Rippchen. Zu Ehren von den Ahnen, den Männern und den Frauen, die wir dankbar grüßen und mit Fahnen an ihre Taten, ob gut, ob schlecht, gemahnen. Nicht einnehmen, wir sagen dem fusionieren, aber auch fusionieren wollen wir nicht und sind auch eingerichtet. Einerseits friedlich, aber andererseits auch verteidigt. Also wenn es zu einem Handgemenge müsste kommen, hat der einen Sabu bei ihm. Und ich habe es vorher schon gesagt, der ist bei den Willisauer Ringer ausgebildet im Nahkampf. Also mit dem haben wir grosse Chancen, selbst gegen vier Willisauer, das Duell können für uns zu entscheiden. Das tut uns begleiten. Es war intelligent, die
Wenn es jemand zwangsumsiedelt, das ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das ist grusig, grusig. Willisau will mit dem Pavillon beispielhaft aufzeigen, was der Wald leisten kann. Der Pavillon und sein Umgelände sollen der Ort der Begegnung mit dem Wald sein. Die gestalterischen Grundlagen. Der Pavillon entspricht in den gestalterischen Grundsätzen des modernen Bauen. Der Bereich zwischen den Wandelementen präsentiert sich wie grosse Bilder vom Wald. Beide